Hallo und ganz liebe Grüße von eurer Nadelfee Jasmin. Ich hatte euch in meinem letzten Video gezeigt, wie man dieses Sternchenmuster stricken kann. Ich habe es Sternenhimmel genannt, weil eben ein Sternchen neben dem anderen ist. Ich habe es erklärt, damit ihr ein Dreiecktuch arbeiten könnt. Das heißt also, rechts und links am Rand werden die Zunahmen gemacht, so dass sich dann am Ende ein Tuch, ein Dreiecktuch formt. Jetzt kam von der lieben Annette der Wunsch, zu wissen, wie man dieses Muster in Reihen strickt. Also ohne diese Zunahmen, die wir bei einem Dreiecktuch brauchen. Ich habe dazu dieses kleine Muster schon mal vorbereitet und zeige euch dann Schritt für Schritt, wie ich dazu gekommen bin und ja, gebe euch Tipps und Ratschläge, damit das Muster dann am Ende auch wirklich so aussieht und ihr es in euer Projekt einarbeiten könnt. So, dann legen wir mal los. Ich hatte gesagt, das Muster ist von der Maschenzahl immer teilbar durch 3. Das heißt, wir brauchen eine Maschenanzahl, die durch 3 teilbar ist. Ich habe jetzt hier zum Probieren einmal 15 Maschen angeschlagen und wir beginnen mit einer Rückreihe, also 10, 15 Maschen aufnehmen und eine Rückreihe links, die ich hier dann schon gearbeitet habe. Das müsstet ihr jetzt am Anfang machen und wenn ihr dann das gemacht habt, wird die erste Musterreihe so wie folgt gestrickt. Wir machen 2 rechte Maschen, dann kommt ein Umschlag und wir stricken 3 rechte Maschen. Die erste der 3 rechten Maschen heben wir wieder über die 2 Maschen hinweg, machen wieder einen Umschlag, stricken 3 Maschen rechts. Ein Umschlag, halt, was ich vergessen habe, die erste Masche über die 2, ein Umschlag, 3 Maschen rechts, die erste wieder über die 2, ja, da haben wir, ja doch, ist richtig, wieder ein Umschlag. 3 Maschen rechts und die erste über die 2 und die Randmasche. Wir haben also hier den Wechsel, dass wir am Anfang 2 rechte Maschen und am Ende nur eine rechte Masche als Randmaschen haben. Jetzt die Rückreihe als linke Maschen. Wenn ihr das Muster in Runden stricken wollt, also zum Beispiel bei einem Pullover oder einem Ärmel, dann diese Runde in rechten Maschen stricken, also über den Mustersatz einfach rechts. So, jetzt sind wir in der zweiten beziehungsweise dritten Runde oder Reihe, aber im zweiten Mustersatz. Wie ich schon gesagt hatte, wir richten uns immer nach diesen 3 Maschen, die in der Mitte dieses Loch haben. Dieses Loch ist entstanden durch den Umschlag, den wir vor die 3 Maschen gemacht haben. Wir sehen also, hier haben wir jetzt eine Randmasche. Dann die 3 Maschen mit dem Umschlag in der Mitte, also dem Loch. Und so wechselt sich das ab. Wir stricken jetzt, und das ist auch ganz wichtig, dass wir die zweite Musterreihe so beginnen. Mit einer Masche rechts. Dann stricken wir gleich die 3 Maschen rechts. Heben die erste über die 2.
und machen jetzt erst den Umschlag. Noch einmal die drei Maschen. Rechts, die erste über die zwei und am Ende den Umschlag. Drei Maschen rechts, über die zwei Maschen, die erste und jetzt den Umschlag erst. Wieder die drei Maschen rechts. Die erste über die zwei und am Ende den Umschlag. Und wir haben jetzt die zwei Randmaschen hier auf der linken Seite. So, dann die Rückreihe wieder in linken Maschen. Ihr müsst euch merken, es gibt also zwei Musterreihen, wo der Wechsel darin besteht, dass einmal vor den drei Maschen der Umschlag gemacht wird und in der zweiten Musterreihe hinter den drei Maschen. Wir sehen das also jetzt hier schon im Muster. Ja. Das sind diese drei Maschen, wo in der Mitte das Loch ist, also der Umschlag war, wo wir immer wieder diese drei Maschen stricken. Wir sind jetzt wieder am Anfang sozusagen angelangt, wie wir die erste Reihe gemacht haben, nämlich mit zwei Randmaschen. Also die zwei Randmaschen, ein Umschlag und die drei Maschen rechts mit dem Überzug. Umschlag, drei Maschen rechts. Und den Überzug. Umschlag, drei Maschen rechts. Den Überzug. Umschlag. Und drei Maschen rechts. Und am Ende wieder die eine Masche als Randmasche. Dieser Wechsel vollzieht sich immer wieder, dass wir einmal zwei Maschen am Anfang haben, dann den Umschlag und 3 mit dem Überzug und am Ende nur eine Randmasche. Dann in der nächsten Runde, ich zeige das jetzt noch einmal, also die linken Maschen als Rückrunde. Und wir sind bei der zweiten Musterreihe angelangt, wo wir wieder erkennen können. Wir haben hier die drei Maschen mit dem Loch in der Mitte, also dem Umschlag in der Mitte, im Wechsel. Mit euch nun nochmal den zweiten Mustersatz. Also die erste Masche stricken, die Randmasche. Jetzt haben wir hier die 3, das heißt bei einer Randmasche erst die drei Maschen stricken und dann den Umschlag. Drei Maschen stricken, darauf achten, dass der Umschlag in der Mitte war, also das Loch unten in der Mitte war. Jetzt der Umschlag. Drei Maschen rechts, die erste drüber ziehen, der Umschlag, also hinter den drei Maschen, dann wieder die drei Maschen drüber ziehen und dann erst den Umschlag und wir haben noch die zwei Randmaschen. So, damit sind wir am Ende des zweiten Mustersatzes angelangt und jetzt zeige ich euch, worauf es wirklich ankommt und ich euch erst nochmal sage, dass es wichtig ist, dass eben in der zweiten Musterreihe der Umschlag, wie hier,
hinter den drei Maschen kommt, damit sich das Muster auch hier so schön hocharbeitet zu einem Quadrat oder eben gerade hocharbeitet, damit man es eben in einer Jacke oder ja, halt in Teilen gerade hochstricken kann. Ich habe hier mal so, wie man es halt nicht machen soll, gezeigt oder habe ich ein Muster gemacht. Ich glaube, das sieht man ganz gut. Es dreht sich nämlich nach rechts. Im Gegensatz zu dem, was wir gerade gestrickt haben, sieht man hier, dass sich vom Maschenanschlag her das Strickstück nach rechts arbeitet. Das passiert, wenn man den Wechsel nicht beachtet, dass man den Umschlag einmal vor den drei Maschen und einmal hinter den drei Maschen macht. Also achtet bitte darauf. Als Hilfestellung könnte ich euch da geben, euch zu merken, ob ihr im ersten oder im zweiten Mustersatz seid. Schreibt euch auf einen kleinen Zettel eine 1 und 2 und wechselt das dann am Ende immer ab, damit ihr wisst, ob in der ersten oder zweiten Musterreihe ihr seid. Ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Muster, das ich euch wirklich empfehlen kann. Also ich finde es sehr schön und wünsche euch viel Spaß dabei beim Nacharbeiten. Und sollten noch Fragen von eurer Seite sein, dann kontaktiert mich. Ich gebe euch gerne meine Tipps und Tricks, die ich habe, weiter an euch und hoffe, dass euch das Video und die Anleitung zu dem Muster in Reihen gestrickt gefallen hat. Ihr könnt mir es zeigen, indem ihr einen Daumen hoch macht und vielleicht auch mit einem Abo. Und ich freue mich dann schon auf ein nächstes Video für euch. Ich hoffe, es wird nicht lange dauern und ihr müsst nicht lange darauf warten. Also bis dahin, seid ganz herzlich gegrüßt von eurer Nadelfee Jasmin. Thank you.